Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Train Fever. Ja, falls ihr euch wundert, ich habe das Spiel ein bisschen laufen lassen. War jetzt nicht mal mit Absicht, denn ich sage es einfach mal, ich habe die Aufnahme beendet. Ich bin noch am gleichen Tag, ja, meine Oma hat kurz angerufen, ob ich nicht kurz helfen kann und da habe ich vergessen. Train Fever auf Pause zu stellen, ja, es ist also mein Fehler. Ja, also wir sehen, wir machen eigentlich jedes Jahr so gut wie plus. Ja, also wir machen, wenn die Betriebskosten ganz normal bleiben, machen wir 8 Millionen plus pro Jahr. Das heißt, wir haben mit 36 Millionen, finde ich jetzt eigentlich aber gar nicht mal so tragisch, muss ich ehrlich sagen, denn, ja, wir wollten uns ja hier hinten in Wittlich den teuren Bahnhof leisten. Deshalb, ja, deshalb sehe ich das jetzt gar nicht mal als so schlecht an. Ich frage mich gerade eher bloß, wer mir hier die zwei Güter produziert. Hier, Güterbedarf gedeckt 2. Welche Industrie produziert mir 2? Keine, okay, 170. Wieso gehst du bis da nach drüben? Wieso hast du... Null? Null, warum hast du hier 2? Lol. XD. Alles klar. So, mein Plan ist es nämlich, wir haben hier 4 Gleise, dass wir hier mit der zweispurigen Haupttrasse kommen. Aber wir müssen ja auch noch hier nach hinten. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich würde natürlich gerne 2 Gleise ein, hier am besten parallel dieser Brücke hier verlaufen lassen, dann hier durch den Wald, ja, und dann können wir von mir aus gerne hier eine scharfe Kurve machen und hier nach Wittlich rein. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das hier in Wittlich? Denn wir haben hier schon krasse Bebauung und da oben ist schon Berg und alles Mögliche. Ich gucke jetzt gerade mal, wie das denn wäre, allein vom Platzaufwand. Da müssten wir hier das halbe Viertel abreißen. Und wenn wir ihn hier mitten reinsetzen, also so in etwa, da ist er dann hier schon ziemlich hoch. Ne, eigentlich nicht. Ja, so könnten wir es eigentlich machen. Ja, da muss aber echt eine Menge weg. Okay, ich fange einfach mal an. So, das hat uns jetzt allein mal 1,7 Millionen gekostet für den Bulldozer. Und das muss auch noch alles weg. So, schauen wir mal. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Davor bauen wir hier mal aus. So, so, und dann hier und hier. Lalalala. Also im Grunde möchte ich es gern irgendwie so haben. Genau. Dann könnten wir im Grunde auch... Ja, so ist doch gar nicht mal so schlecht.
Du musst da noch die komplette Kreuzung hier weg. Oh je, das ist einiges. So. Würde uns kosten 15,5 Millionen. Sehr schön, muss ich sagen. Das wird unser Hauptbahnhof, ja. Auch wenn er bloß vier Gleise hat, aber ja, wir versuchen es einfach mal. Strömung zu groß. So, jetzt hat Wittlich nur noch 260 Einwohner. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Wir haben hier vier Gleise. Mit zwei kommen wir von hier. Und die anderen beiden könnten wir hier lang laufen lassen. Hier rüber. Und dann hier irgendwie dann nach Hüfingen. Könnten später dann irgendwann. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal. Oh, okay. Das ist schon ziemlich steil. ja, lassen wir erstmal so stehen. Ich weiß, dass der noch keine Anbindung hat. Deshalb aber erstmal. So und so. Wir später dann noch hier rauskommen. Und hier weiter, ja. Das müssen wir dann noch schauen. Was ich auch gleich hinbaue, ist ein Busbahnhof. Bin ich bloß mal überlegen, welchen. Den ganz großen. Ne, das ist ein bisschen zu übertrieben. Was ist das von Gallen Schule? Oh, ich glaube, die ist riesengroß. Oh ja. Oh, ja. Ja. Was ist das? Achso, das ist das Krankenhaus, genau. Müssten wir vielleicht dann doch. Oh, was ist jetzt? Mal hier sagen, das große wird aber auch gleich mit Tramgleisen machen, denn wer weiß, wenn wir nachher Tramgleise benötigen. Ja. So. Wunderbar. Dann bauen wir mal hier die Trasse. Ich fange mal an und reißen wir dann mal noch da ab. Erstmal noch mit langsam. Okay, wir könnten. Nehmen wir mal. Aber ich möchte auf jeden Fall hier entlang und dann. Wird wahrscheinlich dann eine 50 Stundenkilometer Kurve. Die sieht etwa so aus. Passt sie da rein? Jo, passt schon. Das heißt, ich müsste eigentlich hier mit dem Gleis anfangen.
Würde ja schon mal in Ordnung aussehen. Dann müssten wir wahrscheinlich das hier abreißen und dann hier so schön einen Bogen machen. Wunderbar. Okay, das passt schon mal. Dann müssen wir das hier abreißen. Ich lasse einfach mal weiterlaufen, dass wir wieder Geld bekommen. So, das wären 100. Aber ich möchte eigentlich gar nicht so weit rum, ne? Oder vielleicht 1 Runde. Oder 90, weil wir müssen ja hier hinten ja eh abbremsen. Ich würde fast schon sagen, wir machen hier die 90er-Kurve. Okay, hier geht's hoch und dann wieder runter. Okay. Das sieht hart scheiße aus wahrscheinlich. Mal kurz gucken. Von hier. Die Frage, ob es hier noch arg weit runter geht, eigentlich nicht. Die 90er-Kurve, also machen wir hier die. Ah, doch, wir machen schon ganz nach unten. Machen wir hier mal die 92er-Kurve. Aber nicht so weit. Halt die 91, das ist in Ordnung. Mach so ein Scheiß-Hubel, so ein Scheiß-Hubel. Warum? Ah. Dann fahren wir hier weiter. Kreis, wenn wir hier mit 100 fahren, wäre ja dann bei 102 oder so. 101. Nehmen wir mal 101. Dann ist der bei 99, ist egal. Und dann müssen wir so langsam in die Rechtskurve rein. Mit 80. Wir könnten aber noch. Okay, wie sieht es denn hier aus? Da wär's. Voll nach oben. Das geht gar nicht. Ja gut, wir könnten ja hier wieder die Dings machen. Die. Ja. Diese Schönbauobjekte. Eigentlich mal gar nicht mal so schlecht. Waren wir hier mit 80?
Vielleicht so. Zweiundachtzig. Hier ist dann voll ausgebaut, das will ich eigentlich nicht. Aber wir könnten es ja nachträglich auch noch. So, nach dem kurzen Schnitt geht es dann auch weiter. Kann jetzt bloß sein, dass die Folge ein bisschen länger wird, denn ich weiß nicht, wann ich unterbrochen wurde. Also verzeiht mir das dann. Aber wir machen hier mal schnell noch weiter mit unserer Kurve. Denn ich möchte es jetzt dann doch so gern machen. So. Aber noch ein bisschen länger gezogen. Jawohl. Jawohl, einmal hier das Parallelgleis. So, und dann machen wir wieder unsere Wand hin. Denn das sieht einfach, ja, kacke aus. Die Bäume können wir ja danach wieder pflanzen. Sieht einfach kacke aus, wenn das dann hier so hoch geht. Da finde ich das dann doch schon schöner. Oh, da ist schon Wasser, okay. Das finde ich dann doch schon schöner, wie wenn das dann so auf einen Damm hochgeht, ja. So, ich hoffe, ich kriege hier die Zacken weg. Kriege ich nicht. Scheiße. Ja, doch, so kriege ich sie vielleicht weg, wenn ich lang drauf bleibe. Ja. Ja. Das machen wir auch noch ein bisschen ebener. Gucken, dass wir nicht tiefer liegen wie das Wasser, ne? Weil das wäre dann ja ein bisschen unrealistisch. Oh, hier noch ein bisschen. Ach, ich sehe nichts. Wunderbar. Warum kann ich jetzt hier nicht? Ach, da ist das Wasser, okay. So, dann unsere Steilwand. Welche nehmen wir? Es ist hier die Betonwand. Cool. Da es ja eine Neubaustrecke ist, würde ich einfach mal hier die Betonwand nehmen. Ja, die würde dann hier starten. Hin. Wenn es sich jetzt immer ein bisschen überschneidet, aber nicht so schlimm. Ja, okay, lassen wir das so.
Und dann können wir es noch ein bisschen angleichen. So, wunderbar. So, gefällt mir das. Und jetzt müssen wir den hier oben noch ein bisschen angleichen. Weil ich finde, die Zacken, die das Spiel da macht, finde ich total furchtbar. Warum es die macht, keine Ahnung, ja. Aber sie sind auf jeden Fall mordsmäßig hässlich. So. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir dann hier das nächste Mal weiter mit unserer Strecke hier nach Ottweiler. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.